Willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch 10 Adventskalender für unter 50 Euro vor. Der erste ist ein RC Truck Adventskalender mit 24 Einzelteilen, mit dem man seinen ferngesteuerten Truck zusammenbauen kann. Der zweite ist ein Maker Factory Adventskalender für Pi. Dieser Adventskalender enthält alle Bauteile für 24 Experimente. Mit Hilfe des illustrierten Handbuchs lassen sich alle Versuche ganz ohne Vorkenntnisse aufbauen und durchführen. Programmiert wird mit Python und mit Scratch, einer der am leichtesten zu lernenden Programmiersprachen überhaupt. Die notwendige Software wird als Link kostenlos im Handbuch zum Download angeboten. Der dritte ist ein Escape Room Adventskalender mit 24 Rätseln. Der vierte ist ein Fotografie-Adventskalender mit Ideen und Software zum Fotografieren. Der fünfte ist ein Oldtimer-Traktor-Adventskalender mit 24 Einzelteilen zum Zusammenbauen des Porsche Masters N419 von 1962. Der sechste ist ein Hot Wheels-Adventskalender mit 8 Autos und 16 Zubehörteilen. Der siebte ist ein Werkzeug-Adventskalender mit 24 Werkzeugen. Der achte ist ein Maker Factory Adventskalender für Microbyte mit Bauteilen für 24 Experimente. Mit Hilfe des illustrierten Handbuchs lassen sich alle Versuche ganz ohne Vorkenntnis aufbauen und durchführen. Programmiert wird mit MakeCode von Microsoft, einem grafischen Editor ähnlich wie Scratch. Die erforderliche Software wird als Link kostenlos im Handbuch zum Download angeboten. Der neunte ist ein Maker Factory Adventskalender für Arduino mit Bauteilen für 24 Experimente. Mit Hilfe des illustrierten Handbuchs lassen sich alle Versuche ganz ohne Vorkenntnisse aufbauen und durchführen. Programmiert wird mit M-Block, das auf Scratch basiert. Einer der am leichtesten zu lernenden Programmiersprachen überhaupt. Die notwendige Software wird als Link kostenlos im Handbuch zum Download angeboten. Der zehnte ist ein Bibi und Tina Adventskalender mit 24 hochwertigen lizenzierten Figuren und Accessoires. Falls ihr etwas über den Link in meiner Beschreibung über galaxus.de kauft, bekomme ich eine Provision und ihr unterstützt mich für meine Weiterbildung.